Herzlich willkommen bei Weingut Löffler in Staufen-Wettelboden. Herzlich willkommen, Sina, hier bei uns im Familienweingut, Weingut Löffler. Das Weingut gibt es seit 1988. Gegründet hat es mein Onkel, der Wolfgang Löffler. Mhm. Und zwar in Ballrichte-Dottinger. Tatsächlich bei meiner Oma angefangen, im Keller der Wein auszubauen. Gegenüber auf der anderen Hofseite, wo wir gewohnt haben, in der Garage war Lagerraum, in der anderen Garage war Füllung und 50 Meter weiter auf der anderen Seite war dann das Leergutlager und also es war halt mega kompliziert. Das ist alles super eng. Irgendwann kam dann die Option, dass man hier im Staufe-Wettelboden hier das umsetzen können. Klar sind wir natürlich auch Rebfläche technisch natürlich auch gewachsen. Mhm. Also wir damals angefangen mit 3 Hektar. Na, mittlerweile sind wir um die 22 Hektar, die wir jetzt in der Vermarktung haben. Spätburgunder, Regent und in dem Fall bei uns jetzt witzigerweise ist noch Cabernet Mythos. Mhm. Alle 3 Weine komplett im Barrique-Fass dabei. Warum Black Forest? Als wir den zum ersten Mal gefüllt haben, oder beziehungsweise zum ersten Mal die Cuvée so fertig war, haben wir das hier probiert und haben das so angeguckt und haben gesagt, boah, krass, ist der schwarz. Da haben wir dann überlegt, nicht, ja, und wie taufen wir das Kind denn? Und dann da tatsächlich die Idee halt mit dem Black Forest, ist ja direkt bei uns vor der Haustür, dieses Hirschgeweih. Ja. Wo dann auch hier so diese Rebranke oben dran ist. Ah, das ist cool. Genau, und genau hier die 3 Traube ist eben hier bei uns aus dem Logo raus. Ne? So ein bisschen als Gesicht vom Hirsch quasi, ne? Aber trotz all dem hier wieder die Wiedererkennung oder so ein bisschen die Anlehnung an unser Logo halt. Ne? Da hat eben diese feine Fruchtaromatik, so ein bisschen dieses Cassis, Himbeer, Erdbeere. Vielleicht habe ich mir das jetzt auch schon von der Farbe her, hat sich das einfach da festgesetzt, aber bei mir ist so Schwarzkirsche. Also der typische Spätburgunder, der reine Spätburgunder, finde ich, hat auch Sauerkirsche. Genau. Aber das ist jetzt einfach so ein bisschen, naja, breiter, dunkler. Genau. Und ich finde auch von der Farbe. Bisschen molliger halt, ne? So eine Schwarzkirschmarmelade. Genau. Man merkt eben, gerade so an der Seite halt eine schöne Tannin, es ist präsent, aber nicht zu krass. Ne? Mhm. Und gerade am Gaumen hinter raus, dann hat er schöne Dichte. Also er gleitet im Mund total aus, aber es ist beim Schlucken trotzdem sehr weich. So ist es, ja. Mhm. Und wie gesagt, er ist noch relativ jung, ne? Das ist 2018er. Mhm. Ja. Aber ja, der hat wirklich Potenzial. Ihr habt ja auch einige neue Produkte. Mhm. Wir haben uns lange mit dem Thema beschäftigt, mit tatsächlich alkoholfreiem Wein. Wie oft ist so, ja, du hockst im Restaurant, hast ein schönes Essen und dann musst du Wasser dazu trinken. Wenn sie dann sagen, hey, wir haben eine super Alternative. Ich war so gespannt, wie dieses Produkt, ja, wie die 2 Weine, in dem Fall war es Müller-Thurgau und ein Spätburgunder Rosé, wie die zwei, wie das dann schmeckt halt, ne? mit unserem Grundwein halt. Ne? Und ich konnte es echt nicht glauben, ja. Also das war, ich stand da so, krass, ist echt verrückt. Habt ihr Lust, mal einen alkoholfreien Wein zu probieren oder dieses wunderbare Rotwein-Cuvée Black Forest? Dann schaut doch mal in Staufen vorbei beim Weingut Löffler. Ja, hat das Weingut Löffler eine wunderbare neue Videothek gezaubert. Ich bin absolut begeistert und ihr solltet auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen oder zumindest einen Wein bestellen. Genau, gerne auf unserer Webseite www.weingut-löffler.de oder wo wir uns auch mal natürlich freuen, ist auf ein Like bei Facebook.